Morgen Abend werden wir versuchen, alles rauszupusten, weil wir zwei Halbzeiten haben mit höchstwahrscheinlich zwei unterschiedlichen Startaufstellungen. Also 11 Spieler, dann im zweiten Durchgang weitere 11 Spieler. Und dementsprechend können die Jungs erstmal die Akkus leer machen. Wir werden dann nach China einen weiteren Tag später dann eben zurückfliegen nach Frankfurt. Und dort gilt es erstmal durchzuschnaufen, weil es ist nicht nur so, dass wir die Trainingseinheiten dann irgendwo nochmal in den Knochen spüren, sondern eben auch dann die Reisestrapazen. Das ist nicht so zu unterschätzen. Wir haben lange Wege, auch wenn es dieses Jahr wirklich top organisiert ist, das Ganze, und wir Top-Bedingungen haben, ist es schon so, dass wir trotzdem einige Stunden dann eben gereist sind. Und dementsprechend, ich glaube, wir kommen Donnerstag an und werden dann bis einschließlich Sonntag mal 3 Tage freigeben, um am Montag dann voller Elan in Gelsenkirchen zu trainieren. Kommen nochmal zwei Jungs dazu, jetzt mit Schöpfi und Burgi. Dann auch noch Matti, später dann Amin und letztlich Brel und Sané.